Moin Leute, es ist endlich soweit. Ich mache ein Video über mein Equipment. Ich habe mich lange bitten lassen, ich weiß, aber heute sei es soweit. Ihr seht mich in einer Location Emma am See im Bürgerpark in Bremen, wie ich mein Equipment aufbaue. Und ist eine richtig nice Location, aber heute soll es nicht um die Location gehen, sondern um das Equipment. Ich beginne mit der Anlage. Links und rechts von meinem Tisch, das sind die RCF Evox J8 in White. Weil weiß ist nice und weiß sieht einfach besser aus. Kann mir keiner was anderes erzählen. Ja, Sound ist auch gut. Weiß ich nicht, was man da groß zu erzählen soll. Ist eine sehr gute Anlage, super portabel und einen guten Sound. Also das sind so meine Ansprüche. Und gut sieht sie auch aus. Genau, dazwischen meinen Boxen seht ihr den Tisch. Da kriege ich auch oft Fragen zu, was ist das für ein Tisch? Und es ist hoch unspektakulär. Den habe ich für 60 Euro bei Amazon geschossen. Das ist ein Campingtisch, nämlich der Costway Campingtisch. Meine Ansprüche an einen Tisch sind nur, dass er leicht ist, gut zu transportieren, klein zusammenzuklappen und stabil. Und das ist einfach mal eine pure Anspruch an einen Campingtisch, weil ja, der passt bei mir ins Auto rein, nämlich unter die Klappe noch. Also den habe ich immer im Auto, selbst, also ich lade ihn gar nicht erst aus. Meine Frau weiß gar nicht, dass wir den immer im Auto haben, weil der unter dieser Klappe im Polo ist. Da, wo auch der Medikit sitzt. Ja, leider einzige Sache, der sieht nicht gut aus, aber dafür gibt es ja Expand-Cover. Habe ich mir extra noch eine Sonderanfertigung machen lassen mit Logo drüber gespannt. Jetzt sieht das Ganze auch nice aus. Dann kommt jetzt der Controller. Der kommt nämlich hier auf den Tisch und das ist der Denon Prime 4 White mit UDG Ultimate Flight Case für Denon DJ Prime 4. Und natürlich wieder die White Edition, weil Weiß ist nice. Sieht besser aus. Wenn es sie gibt, kaufe ich sofort. Das Case gibt leider nicht in Weiß, hätte ich sofort in Weiß gekauft. Aber naja, vielleicht gibt es das, vielleicht sehe ich das ja mal irgendwo in Weiß. Aber so lange spiele ich jetzt mit schwarzem Case. Passt auch gut zu den schwarzen anderen Sachen. Ich meine, meine Nebelmaschinen und meine Lichtanlagen sind ja auch, die Stative sind ja auch in schwarz. Also das ganze Set ist schwarz-weiß, also passt auch gut zusammen. Warum den Prime 4? Ja, also da gibt es einige Gründe. Habe ich ja auch schon ein Video drüber zu gemacht. Und um es nochmal zusammenzufassen, das Ding hat eine interne Festplatte, habe ich reingepackt, 1 TB SSD. Kein anderer Pioneer-Player kann eine interne Festplatte reinpacken. Dann hat das Ding, kann das mal Licht steuern und hat ein richtig schönes Display in der Größe eines iPads mit Touch. Also das sind einfach so Sachen, die kann Pioneer nicht. Und deswegen benutze ich den und ist ein nicer Player mit ein paar Nachteilen, aber will ich jetzt nicht zu genau drauf eingehen. Ich bin damit super zufrieden und das Case ist auch top. Ja, dann steht da auf dem Tisch noch der RCF F10XR, das ist das Mischpult. Da ziehe ich gerade das Kabel rein. Hier links seht ihr das. Mit dem Licht steuere ich noch mit dem Sound Switch Control 1. Im Prinzip brauche ich den gar nicht, weil ich das alles mit dem Denon machen könnte. Aber ich mag ganz gerne Knöpfe drücken, deswegen habe ich den noch dazu gekauft. Das Licht hier vor meinem Tisch seht ihr 3x ADJ Mega Tripi Profile Plus. Ich verlinke die Sachen auch einfach. Ne? Die Namen sind ja unaussprechlich. Aber ja, die habe ich, um die Tanzfläche in Farbe zu tauchen. Einfach 3 Spots. Hinter mir seht ihr links schon aufgebaut die auf dem Stativ die Eurolight LED KLS Laserbar FX Light Set. Ja, finde ich vor allem cool, dass es 4 Spots hat. Die machen nochmal ordentlich Licht in den Raum. Die tunken quasi den Raum nochmal ins Licht. Die Tanzfläche ist ja schon in Licht und den Raum auch nochmal. Mal eine gute Lichtausbeute, diese 4 Spots. Oben links und rechts an dem Teil hängen noch 2 Derbys. Die blinken ein bisschen. Manche mögen es ja nicht, wenn es blinkt, aber ein bisschen blinken darf es für mich. Also das ist okay. Na, diese Gig-Bars haben ja so ein bisschen Verruf, weil sie zu viel blinken und zu billig aussehen. Aber ich finde diese Gig-Bar mit 4 Spots dran und nur 2 Derbys, finde ich, geht klar. Und dazwischen ist noch ein Laser. Finde ich ganz cool. Laserklasse 2M. Muss man nicht irgendwie so einen bösen Laserschein machen oder irgendwelche Genehmigungen einholen. Die kann man einfach anmachen. Und wenn der mal irgendwie jemandem ins Auge scheint, dann passiert da auch nichts Schlimmes. Ja, der ist zu schwach, der Laser. Aber trotzdem solltet ihr den nicht auf die Tanzfläche richten, sondern an die Decke.
Ja, weil wir wollen ja auf den Fotos keine Laser überall in den Gesichtern haben. Wenn man sich jetzt den DJ-Pult zu nah nähert und das eine sehr kleine Location ist wie hier, kann es natürlich vorkommen, weil so genau kriegt man das auch nicht ausgerichtet. Aber auf der Tanzfläche sollte eigentlich dann keiner mehr in Laserpunkten schwimmen. Dann geht's weiter. Auf dem rechten Stativ seht ihr Cameo Hydra Beam 4000 RGBW. Vier Moving Heads. Mega. Einfach mal in einem vier Moving Heads auf einem Stativ. Die machen sich mega beim Eröffnungstanz zum Beispiel. Da richte ich die mal einfach so auf die Mitte der Tanzfläche. Das macht sich wirklich gut, wenn das Paar einfach mal in diesen Beams da so im Spotlight steht. Und während der Party wabern die da einfach so in farbig wechselnden Lichtern durch den Raum, ist auch sehr cool. Und während des Essens richte ich die in markante Punkte auf den Raum. Damit spare ich mir so ein bisschen das Ambiente-Licht. Ne? Wenn das Paar jetzt noch zusätzlich Ambiente-Licht haben will, dann kaufe ich auch noch zusätzlich diese Akku-gepowerten, die man da in die Ecke stellen kann. Aber eigentlich, also zumindest hier in dieser Location, reicht das aber auch, wenn ich die Moving Heads einfach in vier Ecken richte. Und dann hast du auch Ambiente-Licht. Einfach von meinem DJ-Pult aus gerichtet, dank dieser Moving Heads. Dann darunter ist die Eurolight LED Multi FX Laserbar. Die ist natürlich auch nach oben gerichtet, weil mit die Laserdots hier nicht mehr in den Gesichtern hängen. Ja, die Laserbar ist nochmal, um nochmal ein bisschen Laser draufzusetzen, aber halt nur auf die Decke. Ne? Und das Ding kann auch Stroboskop, was sehr cool ist. Wenn jetzt zum Beispiel ein Drop reinknallt, was weiß ich, Armin van Buuren bla 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 oder ne, Harrison Ford Freitag, Samstag oder ein bisschen was nach vorne geht, dann knall ich auch gerne mal Stroboskop rein. Plus Nebel. Ja, das Video ist schon vorbei. Ihr seht jetzt das Foto vom fertigen Aufbau. Das finde ich, sieht sehr nice aus. Und Nebel habe ich auch. Das sind zweimal die Stervel AF 180 LED Fogger CO2 FX DMX. Also die Namen, ne? Kannst du nicht aussprechen. Aber geile Anlage. Rechts, links von meinem Tisch vertikale Nebelschwaden, die nach oben ziehen und richtig Effekt erhaschen. Ich habe da Fast Fog drin, der verzieht sich direkt, macht überhaupt keinen Nebel in den Raum, keinen Dunst, um irgendwie mal ein Dunstlevel aufzubauen. Dafür habe ich noch einen Hazer dabei, das ist der Stervel HF 900 Haze Fogger. Den mache ich total defensiv nach hinten, damit die Leute gar nicht sehen, dass da die ganze Zeit immer so ein Dunst in den Raum geht. Weil ältere Leute fühlen sich da manchmal ein bisschen belästigt von. Das versuche ich super subtil irgendwie in den Raum so einzuarbeiten, ohne dass es groß klar ist, dass in dem Raum so ein Dunstlevel ist. Ja, also falls ihr noch mehr Fragen habt, ne? Ich habe jetzt nichts über die ganzen Cases oder die ganzen Kabel und die ganzen Stative und... Also insgesamt steht da ein Wert von über 13.000 Euro. Wahrscheinlich jetzt nach Wertsteigerung, nach Inflation 15.000 Euro. Oder ich habe es nicht mehr geguckt, was das alles heute kostet. Aber ich habe da 13.000 Euro für bezahlt. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr das alles geil fandet. Und übrigens, danke für über 500 Abonnenten. Finde ich mega, freue ich mich mega drüber. Und auch wie fleißig diese Playlisten gekauft werden. Ne? Das ist... da freue ich mich auch richtig drüber. Es ist ein richtig nices Nebeneinkommen nochmal. Haut rein, bis nächstes Mal.